Manchmal muss man einfach Glück haben, dachte Benny und winkte seinen Stammgästen hinterher, als diese, wie immer bestens gelaunt und abgefüllt bis Oberkante Unterlippe, seine Bar verließen. Seit über 8 Jahren fielen sie nun alle 23 Tage kurz vor Mitternacht in Bennys World of Liquor ein, tranken alles, was er in der Zwischenzeit an Moonshine produziert hatte, stiegen sternhagelvoll in ihr Fahrzeug und verschwanden wieder wie ein Spuk in der Dunkelheit. Beim ersten Mal hatte er sich noch gewundert, wie sie sich so besoffen überhaupt noch ans Steuer setzen konnten, aber irgendwie schafften sie es, ohne Unfall oder Blessuren abzudampfen. Nur um 23 Nächte später wieder wohlbehalten aufzutauchen, mit trockenen Kehlen und vollen Brieftaschen, bereit seinen Rachenputzer gegen jede Menge knisternder, raschelnder Dollarscheine einzutauschen. Als Benny seinen Laden vor 9 Jahren aufgemacht hatte, hatte es zuerst so ausgesehen, als ob sich diese Unternehmung schneller als eine SR-71 Blackbird in die Reihe wirtschaftlicher Misserfolge einreihen würde, die er in seinen 35 Jahren als Bartender zustande gebracht hatte. Dabei hatte die Idee in der Theorie so vielversprechend geklungen. Eine Bar mitten im Tickaboo Valley, auf halber Strecke zwischen Tickaboo Peak und Groom Lake, gerade außerhalb des Sperrgebietes der Nellis Air Force Range. Quasi die letzte Tankstelle vor Dreamland, wie die Area 51 nach ihrem Rufzeichen im Volksmund auch genannt wurde. Die meisten dieser UFO-Spinner und Verschwörungstheoretiker hielten zwar im rund 20 Meilen nordwestlich gelegenen Rachel, an der seit 1996 offiziell als Extraterrestrial Highway bezeichneten Nevada State Route 375. Aber Benny hatte ohnehin auf die Hardcore-Alien-Hunter spekuliert, die nachts mit Tarnanzügen, Nachtsichtgeräten, Metalldetektoren in die Wüste zogen und ernsthaft glaubten, die elektronischen Sicherheitseinrichtungen des Stützpunkts überwinden zu können. Allerdings hatte sich schnell herausgestellt, dass die echten Fanatiker vernünftiger waren als angenommen. Zumindest was den Konsum alkoholischer Getränke anbelangte. Wer sich in dieser gottverlassenen Gegend weder verirren noch von der MP Hops nehmen lassen wollte, musste schon einen klaren Kopf bewahren. Und dass ein selbstgebrannter so viel Fuselöle und Methanol enthielt, dass der Genuss höchstens blinden Quartalssäufern mit offenen Magengeschwüren Spaß machen konnte, hatte das Geschäft auch nicht eben beflügelt. Benny hatte zwar eifrig an seinem Destillationsverfahren rumexperimentiert, um sein Feuerwasser bekömmlicher zu machen, aber allzu viel erreicht hatte er noch nicht dabei, als sein Bankkonto ihm nahelegte, zügig über einen Standort nachzudenken, an dem die Kunden zahlreicher und der Bezug von legalem Schnaps rentabler war. Doch dann war eines Nachts unvermittelt der Club 23 aufgetaucht, wie er die Jungs irgendwann getauft hatte, und hatte ihm den Umsatz seines Lebens verschafft. Benny erinnerte sich noch gut, wie der Trupp das erste Mal in seiner Spelunke aufgeschlagen war. Zuerst hatte er innerlich aufgestöhnt, als sie mit ihren albernen Kostümen und den Antennen über den Ohren hereingepoltert kamen. Aber sie waren freundlich gewesen, höflich, und sie mochten seinen Rachenputzer, von dem sie Unmengen vertragen konnten. Umso enttäuschter waren sie gewesen, als er ihnen nach 3 feuchtfröhlichen Stunden verkünden musste, dass sie seinen gesamten Vorrat an Schwarzgebranntem weggesoffen hatten. Hoffnungsvoll hatten sie gefragt, ob er den Nachschub organisieren könne, bis sie in 23 Tagen wiederkämen, und ihm ein dickes Bündel Dollarnoten als Vorschuss dagelassen. Benny hatte direkt nach ihrer Abfahrt durchgerechnet, wie viel er an Zutaten brauchte, um besagte Bestellung rechtzeitig fertig zu kriegen. Seitdem lief sein Destillierapparat praktisch im Dauerbetrieb. Wenn sich auch sonst kaum eine Menschenseele in seine Kaschemme verirrte, der Club 23 sorgte dafür, dass der Umsatz stimmte und die Kasse klingelte.
und auch Benny ließ sich nicht lumpen. Sobald klar gewesen war, dass die Burschen tatsächlich nach 23 Tagen wiederkamen und nicht nur einmal, sondern seither regelmäßig, hatte er dafür gesorgt, dass sie in dieser Gegend weniger auffielen. Die silbernen Overalls mit den eigentümlichen Mustern blieben mittlerweile ebenso in ihrem Gefährt zurück wie die dreizähigen Plastikschuhe. Wenn seine Stammgäste heute Benny's World of Liquor betraten, trugen sie Blue Jeans, Cowboystiefel und Hemden mit so sinnvollen Sprüchen wie "My parents went to Las Vegas and all I got was this lousy T-shirt" oder "Married in Vegas, divorced in Reno, thanks for nothing, Nevada". Die Antennen verschwanden unter breitkrempigen Stetsons und die goldfarbene Iris ihrer Augen versteckten sie hinter stilechten Ray-Ban-Sonnenbrillen. Hatten seine Stammgäste in den ersten Monaten immer wie leicht irre Freaks gewirkt, so sahen sie inzwischen aus wie sau-coole, leicht irre Freaks und schindeten bei den wenigen Gästen, die sich zufällig mal zur gleichen Zeit in seine Bar verirrten, mächtig Eindruck. Auch heute Abend war es mal wieder ein feuchtfröhliches Besäufnis gewesen, in dessen Verlauf die Jungs vom Club 23 ein paar lustige Anekdoten von ihren Reisen zum Besten gegeben hatten. Und Mann, die Kerle kamen echt rum in der Welt. Sie hatten Benny schon einige Male angeboten, ihn auf einen kurzen Trip, etwa nach Europa, mitzunehmen. Doch bisher hatte er sich noch nicht dazu durchringen können. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages. Der Bartender winkte noch einmal dem diskusförmigen Flugobjekt zu, während sich dieses, eingehüllt von einem schwachen, silbrigen Schimmer, langsam vom Wüstenboden erhob. Zum Abschied ließ der Pilot wie immer, seit Benny seinen Gästen einmal Steven Spielbergs unheimliche Begegnung der dritten Art gezeigt hatte, was hatten sie gelacht, als Richard Dreyfuss anfing, den halben Vorgarten ins Wohnzimmer zu schaufeln, die Tonfolge durch die Dunkelheit dröhnen. Dann stieg das Gefährt lautlos in die Höhe und raste so schnell davon, dass sein schwacher Schein schon nach wenigen Sekunden vor dem Hintergrund des sternenübersäten Nachthimmels nicht mehr auszumachen war. Benny grinste. Drüben im Little Ailey Inn in Rachel würden sich morgen die Gäste wieder die Köpfe heiß diskutieren, ob es sich bei den beobachteten Lichterscheinungen um geheime Militärprojekte oder außerirdische Raumschiffe handelte. Alle Argumente vom Fermi-Paradoxon bis zum Wow-Signal würden zum millionsten Male durchgekaut werden, bis sich die UFO-Gläubigen und die Skeptiker wieder in die Wolle geraten würden. Benny war weder das eine noch das andere. Er wusste, dass es Aliens gab. Und dass sie seit mindestens 8 Jahren regelmäßig die Erde besuchten. Alle 23 Tage, um genau zu sein. Und solange ihnen sein Moonshine schmeckte und sie weiterhin so großzügig zahlten, würde er den Teufel tun, irgendjemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon zu verraten.